Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Spiel Seven Days to Leave. Heute werden wir mal losdüsen und mal schauen, ob wir es Material besorgt kriegen. Ein bisschen Sand. Das heißt, ich plane mal eine Wüste zu fahren. Nebenbei soll der Mischer schon ein bisschen arbeiten. Mal schauen, ob wir ein Zement haben, fertig haben. 20 Schuss. Ganz gut wäre, wenn wir ein paar Autos finden würden, die wir jetzt theoretisch ja theoretisch nee, 5000 Eisen, 1600 Blei, ja, ob wir da ein paar bisschen kühler finden, das dann mal schauen, was wir alles hier lassen wollen. Im Grunde das ganze belanglose Zeug. Hier schmilzt auch noch durch. Hier werden wir ein bisschen was nachlegen. Dann unsere Steine schon durchgehen, dann wird Zement herstellen. Ja, Zement haben wir schon. Können wir schon mal Mischer anschmeißen. Hoffe ich jedenfalls. Das nehmen wir da runter und später raus. Benzin mit. Wir haben jetzt ein Moped. Also ich habe ein paar Aufnahmen nicht veröffentlicht, weil die Qualität nicht passte. So, wir wollen mitnehmen Benzin. Den Erdbohrer, wenn es geht. Erdbohrer, Erdbohrer. Frag mich nicht, wo ich gelassen habe. Wir brauchen, das brauchen wir auch. Wir müssen ja im Prinzip Reparaturkits herstellen. Das heißt, nehmen wir rüber. Ja, das sind noch für 200 Stunden fast. Wir schauen mal drüben. Ich glaube, der ist drüben eine Werkzeugkiste. Zum Basteln und Bauen. Hier haben wir drinnen Steine. Brauchen wir. Zement haben wir. Entschuldigung. Zement haben wir. Klebeband. Noch einmal. Gut. Ah, ich hab die Nase. So, mal gucken. Noch das können wir das rausnehmen. Dann nehmen wir raus. Die Teile können wir hier lassen. Wir wollen Beton herstellen. Das heißt, wir brauchen mindestens noch ein bisschen Sand. Erdbohrer. Erdbohrer. Klebeband haben wir. Eisen haben wir. Wir können also jetzt. Ach, nee, ich kratze den Hals. Können jetzt theoretisch uns herstellen, machen wir auch, und werden jetzt gleich einmal einen drinne. Ich keinen Sand mehr. Nee, haben wir nicht. Dann lassen wir es hier. Entschuldigung nochmal, das kratzt mir gerade im Hals. So. Benzin brauchen wir, das brauchen wir auch. Jagdgewehr für den Fall der Fälle. Magnum haben wir ähnlich viel Munition. Habe ich gestern gefunden. Fahrgeland im Moment mit. Tee und Saft, die fahren in der Wüste und trinken. Vitamine können wir dann nehmen mit. Also nehmen wir hier. Ja, Erdbohrer haben wir, Schaufel mitnehmen. Leben können wir auch hier lassen. Ja, dürften wir nicht alles haben. Ne, Holz. Ja, nehmen wir ein bisschen mit. So 20 ungefähr, falls wir was bauen wollen. Könnte ja sein, ne? Munition haben wir auch. Dann können wir Magnum-Munition hier lassen, die 6 Schuss. Eisen können wir auch hier lassen, die 3. Das können wir auch hier lassen. Trinken brauchen wir, Messer brauchen wir, falls wir ein bisschen Wild finden. Fleisch nämlich alle. So. Das Gewehr mal unten wieder. Und Erdbohrer haben wir jetzt. Können wir erstmal hier reinpacken.
Mal sehen, Schaufel. Falls wir was brauchen sollten. So, das wäre das. Hoffe ich. Hier haben wir was drin. Stein. Zement. Sand. Dann nehmen wir kurz den Zement hier mit zu. Nochmal Zement. Müsste eigentlich so viel Sand da ist, auf Beton kommen. Das heißt, stellen wir her und dann machen wir Bruchsand aus den Steinen, die wir haben. Denkt mal, dass wir die jetzt arbeiten lassen können, unterwegs sind. So, später will ich hier den Beton noch verlängern, nach drüben und hier verbinden. Nur das kann hier weg, verbinden, damit es Halt kriegt und Schattenblätter. Und das hier natürlich hier durch komplett, damit wir hier auch eine Verbindung herkriegen. Damit das Balkon, wenn das nicht auf Eisen auf Werte, das auch hält. Ja, also das ist meine größte Sorge, weil die eine Ecke habe ich mir auch gewertet und bin gleich eingestürzt. Und war das hinüber, den wir gebaut hatten. So. Jetzt gehen wir zum Moped. Moped ist neu. Wer noch nicht weiß. Ah, schon wieder ein Zombie unterwegs hier. Was hier passiert? Sieht das hier auch? Sieht so komisch aus. Grafikfehler? Oder hier Rechnerfehler? Oh, XP, ne? So, Moped. Ist das Moped leer? Nicht ganz. Armbrust, Maschinengewehr, Maschinengewehr, Schaufel, Federn. Wir werden mal gleich eine Kiste bauen, das ist gleich ein Stichwort. So, Kiste. Habe ich mal gesehen, das ist ganz praktisch. Dann können wir unser Zeug halt gleich. Wir brauchen nicht mal reinlaufen, ne? So, dann können wir uns jetzt hier das, ach, gleich Zement hier lassen. Maschinengewehr, das sind die Einzel, können wir jetzt zerlegen. Armbrust, Pfeile, ja, habe ich oben. Bretter, ich sag, behalte ich. Eine Schaufel genügt, da haben wir jetzt eine Vierer und eine Zweier, Ding ist hier rein. Die hat jetzt, keine Ahnung, 54. Die ist schlechter, okay. Dann nehmen wir die mit. So. Also Wüste, wo ist die Wüste? Also wir können gucken, eine Karte. Und zwar. Hier oben irgendwo. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist, was ist hier? Wir fahren hier mal hin. Ja, wir fahren mal los, ne? Jedenfalls wollen wir noch ein paar Autos zerlegen. Ich brauche Kühler für unsere Munition. Das ist nämlich ganz wichtig. Und Benzin. Und guckt nach Süden fahren wir, ne? Auf Süden, das müsste alle richtig sein. Ja. Gut, das war nicht hier, aber gut, das ist egal. Wir fahren mal nach Süden. Ja, noch ein paar Bäume, die können auch dran glauben, ne? Irgendwann mal. Mit der Motorsäge. Passt doch, ne? Ton, Lautstärke, Moped hören, ja, denkt man schon, ne? Ein bisschen am Regler drehen. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen. Leider sind ein paar Folgen, also bin ich echt leise zu hören. Wahrscheinlich hat sich da wieder die
Mikrofoneinstellung sich verstellt. Ja, leider. Ich habe nicht kontrolliert. Das war meine erste Folge, die Kontrolle macht den Geier. Weil der hat mich jetzt immer verfolgt, ne? Wer will das schon? Also ich war noch nicht groß in der Wüste bis jetzt, nicht aktiv. Das heißt, jetzt sind wir aktiv in der Wüste. Ich weiß nicht, auf dem Weg dahin, ne? Ja, hier steht ein Auto, das lacht mich schon mal an. Ein bisschen. Das ist hier ein Nestchen, ne? Obwohl man sagt ja allgemein, hier in der Wüste soll es ja viel geben, ne? Ups, durchsuchen. Wir hätten zwar auch einen Rucksack gekriegt, aber gut. Das ist mal fein. Kleeräume ist mal gut. Wir haben jetzt am früheren Tag, ich spiele 120 Minuten, also ein bisschen länger als lang. Deswegen, weil einfach die Zeit so nicht reicht. Ne? Wollen wir den Zombie liegen lassen, ne? Links, ne? Und dem haben wir jetzt nichts. Also ich brauche dringend Bronze und das kriege ich am besten in Luftkühler im Auto. Also diese Kühler, das heißt Luftkühler, Kühler für den Motor. Die enthalten ungefähr 50 Schuss. Es würde sich praktisch, oh, wird Licht, wird hell. Wird's heiß. Hab ihn verviert. Na, der hat sich auf mich fokussiert. Muss ich leider nicht glauben. Der Geier ist weiter weg. Was ist hier für ein Zeug? Ist hier Baumaterial? Naja, gut. Müssen wir rausfinden, was das ist, ne? Also hier gibt viel, viel zu bergen. An Schrott, an Eisen, zu überladen. Das gibt es doch gar nicht. Ah, ein Kühler! Ich bin zwar noch nicht gut vorbereitet für den Blutmond, aber... Also munitionsmäßig, da muss ich noch ein bisschen aufwerten. Als andere schon mal ganz gut. Nur ein bisschen was leer machen. Das heißt, hier müssen wir gucken, was wir nicht so gut stecken können, also was wir jetzt nicht mehr finden werden groß, denken wir, das werden wir nicht finden. Unsere Fackeln werden wir auch nicht finden. Das schon. Klebern auch, denke ich auch. Das können wir auch überlegen. Ah, das können wir vielleicht brauchen. Das hat sich schon mal geholfen. Spitzhacke brauchen wir auch, das brauchen wir auch. Messer werden wir auch brauchen, Federn. Batterien, die können wir überlegen, weil die werden nicht gesteckt. Das schon, Kühler. Wenn wir schon mal hier sind, dann sagt es ja da, ne? Pumpkin. Mistvieh. Was kann ich so stöhnen? No. Haben wir leer gemacht? Ich hab so, also leer, gut. Normalerweise wird jetzt die noch ein bisschen zerlegen, aber ich gesagt, ich habe keinen Platz, ne? Also ein bisschen aufpassen.
So, eine Stadt. Dann macht er hier so ein Löcher rein hier. Wieder ein Geier. Köder. Die haben wir links liegen lassen. Das ist nicht so sauber. Der mag mich nicht. Oh, hier ist ein Löcher in der Straße. Ich habe mich infiziert, der blöde Fistvieh. Muss ich wieder zurückkommen, Honig nehmen. Was da für ein Ding? Jo, das war auch ein guter Fund. Mal sehen, was schaffen, bevor das Sami da ist, ne? Aber ich wollte ja keine Gebäude absichern. Ich wollte im Prinzip mal gucken in der Wüste, was da Schönes gibt. Ich brauche einen Kühler, noch einen Kühler. Wieso heiß? Oh, Infektion nimmt zu. Infektion nimmt zu. Wir sind noch dringend Medizin. Schauen wir mal gleich, was wir finden, was zu beißen. Ich glaube, zum Beißen nicht mehr genommen. Was haben wir zum Beißen dabei? Okay. Quatsch. Benutzen. Wird nicht viel helfen, aber gut. Ei auch nicht, Ei ist roh. Gut. Schau mal da hinten, ne? Ein bisschen Glück werden wir auch noch wieder heilen. Aber noch ein bisschen, ne? Wieder ein Geier. Drei Autos. Rosa. Ich werde mich lange nicht aufhalten können hier. Bronze, das ist gut. Ein bisschen Bares in Händler. Ja, Nachladen ist wichtig. Leer. Das muss ein Händler sein. Na gut, da gehen wir jetzt nicht rein. Bretter und Schießmunition. Glas. Schauen wir nach dem Kühler, ne? Da, wir haben einen. Wir haben einen Motor gekriegt. Ja, Motor ist gut. Kühler. Wir kommen nie wieder her. Ja, zum Händler vielleicht. Irgendwann mal.
Passt die Aufnahme? Hoffe ich jedenfalls, ne? Muss ich mal gucken, wie es da hingeht. Mit der Karte mal ganz kurz. Na, wo wir da hinfahren müssen. Ah, da schon Wüste. Links ist schon Wüste. Fahren wir einen Berg hoch, ne? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Links ist Wüste, das kann man schon erkennen. Und rechts ist irgendwie so ein Bruchteil, also alles Schutt. Ist hier Ende der Welt? Komm nicht hoch. Und noch ein Geier. Ja, ein Zombie. Nur um zwei kümmern gleich, du. Gibt's doch gar nicht. Mal hier noch mit dem Aufstieg, Levelaufstieg heute. Schauen wir mal, ne, so schnell, ja, ein bisschen mehr zu machen. Benzin, Benzin, ist immer gut. Schau mal. Wow. Interessant. Nimm mal Picke, Pickeprobe, Schaufel. Bruchsand. Brauche nämlich Sand für den Beton. Aber lange bleiben wir nicht hier, ist nämlich kalt. Oh, Ölschiefer. Das heißt, kurz Umbau und Bohrer rein. Missy. Das heißt, jetzt langsam ist es knapp, ne? So, was habe ich Schönes? Achso, hier reparieren. Schmerzmittel habe ich denn mit? Ne, nur Ei. Saft hilft auch nicht. Rüsten gegen Regen, ne? So. Ja, das soll Ölschiefer sein, ne? Ob wir das gebrauchen können. Ich glaube aktuell noch nicht, aber wir bauen ein bisschen was ab. Um mal was da zu haben, ne? Ansonsten Sand. Ein bisschen Sand. Bauen wir ein bisschen ab. Das heißt, ne? Wir müssen dringend zurück. Das
Kann ich brauchen, da bin ich nämlich zu geschwächt. So. Schauen wir hier ganz kurz, was da drüben für ein Sheet ist. Müsste alles Bruch sein. Stein und Sand. Lehm. Irgendwie nicht logisch, ne? Also, das haben wir zu Hause auch. Okay. Nicht so interessant. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Fahren wir den Weg weiter oder gehen wir jetzt mal? Im Grunde sind wir ja fast, na, doof will ich sagen, aber nicht weit gekommen, ne? Das Auto nehmen wir noch mit und dann geht's zurück. Habe ich das Ding nach oben genommen, ne? Unsere Ölschieber. Vielleicht haben wir noch einen Kühler. Mal sehen. Und dann geht's zurück. Mal schön Honig nehmen. So nicht überschlagen, ne? Das ist hier normales Gebäude. Oh. Gut, ein Mischer stellt auch Bruchsand her, ne? Dann muss ich nicht unbedingt deswegen jetzt da bleiben wegen Bruchsand. Also da können wir jetzt beruhigt zurückfahren, ne? War das jetzt hier für ein Teil? Juck. Schrottplatz. Was könnt ihr anbieten? Aktuell wüsste ich nicht was. Also was ich bräuchte, ist eine Art Bibliothek, ne? Ein bisschen was lernen können, ne? Zum Beispiel hier Munition herstellen aus normalen Stahl, ne? Das wäre doch simpel, ne? Dann brauchen wir nicht los wegen Auto, wegen Kühler, ne? Na, überladen wir nicht auch. Das ist typisch. Ja, aber gut, was wir hergestellt haben, ne? Das hier haben wir zwei Kühler, das ist zu wenig. Das sind 100 Schuss. Eine Bronzeteil macht mich auch nicht froh, aber gut, besser wie nichts, ne? Also noch 20 Schuss ungefähr, 120. So, jetzt aber zurück. Das ist jetzt mir zu riskant. Ich habe ja nichts mitgenommen zur Heilung, keine Tabletten, nichts. Das wird ja hier nichts. Beim nächsten Mal sind wir tot. Also hier könnte was sein. Also hier sind. Oh, du siehst nicht gut aus. Aber eine Stadt wäre das Einfachste, ne? Wo wir was finden könnten, wo wir sagen könnten, ein paar Bücher finden. Aber hier gibt es viel Bruch, ne? Ah, noch so einer. Was ist hier passiert? Ah, hier waren wir mal gewesen, wieder Geier. Autos, zwei Autos. Ah, ich bin fast tot, da geht nicht, da muss los. Geht nicht. Mit 22 ein Angriff von Geier wieder und dann ist das erledigt.
Und der heilt ja auch so schnell nicht, also es dauert eine Weile. So, die Schauer, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Ich komme fahrlos zurück. Dann machen wir weiter. Ciao, ciao, bis dann. Tschüss.